Okay, ich wollte euch hier das Prinzip der quadratischen Ergänzung erklären, mit deren Hilfe man quadratische Gleichungen lösen kann, also die La Lösung von quadratischen Gleichungen bestimmen kann. Wir haben ja bisher immer versucht, mit Hilfe von binomischen Formeln eine Gleichung umzuschreiben. Das ist jetzt hier so ein Beispiel. Da wir hier im Prinzip die zweite binomische Formel haben, ich habe hier oben die erste aufgeschrieben, aber der Unterschied ist ja nur dieses Minus. Kann ich diese Gleichung ja umschreiben in eine Klammer zum Quadrat. Und da kann man dann die Regel anwenden, ein Produkt, also sprich hier ein Produkt zwischen den Klammern mit sich selbst, von der Klammer mit sich selber, ist genau dann 0, wenn eines der Faktoren 0 ist. Und das geht hier also ganz gut. Jetzt haben wir hier aber eine Gleichung. Wenn man die mal vergleicht mit der ersten binomischen Formel, sieht man, dass das absolut nicht passt. Einmal hier hinten ein Quadrat, die 4 würde ja noch gehen, dann wäre b gleich 2. Allerdings passt dann hier das Minus nicht. Und wenn b gleich 2 wäre und mein a ist das x, dann kann 2 mal b mal x nicht 3 sein. Also sprich, das kann kein Quadrat sein und von daher kann ich das also mit diesem Prinzip überhaupt nicht lösen. So, und da kommt eben diese sogenannte quadratische Ergänzung ins Spiel. Ich erkläre das euch hier jetzt in diesem Graspable Math und gebe euch dann den Link auf dieses Arbeitsblatt, sodass ihr diese Aktion, die ich jetzt hier durchführe, also selber nachvollziehen könnt. Und das Ganze sollt ihr dann mit eigenen Werten, beziehungsweise ich werde euch noch weitere Aufgaben dazu geben, ebenfalls durchführen. Graspable Math sorgt ja dafür, dass ihr keinen Fehler macht. Ihr müsst im Prinzip nur überlegen, was muss man richtig machen. So, der erste Punkt ist, ich möchte ganz gerne diese Formel für die erste binomische Formel anwenden. Ich schicke es jetzt gerade nochmal oder schiebe es nochmal gerade hier vorne. Jetzt oben drüber. Und wenn man sagt, x ist a, dann ist das a festgelegt und dann ist klar, dass hier, ich male das gerade mal ein, dass diese 3 hier im Prinzip von der 2 und von dem b kommen muss. Und damit ist eigentlich klar, dass b die Hälfte von diesem 3 sein muss. Also b ist gleich 1,5. So, und wenn ich das weiß, dann könnte ich mir im Prinzip sagen, ich suche mir etwas halt hier hinten dran, sodass das Ganze passt. Nur 1,5 zum Quadrat ist eben nicht minus 4. Was machen wir also? Wir tun dafür Sorgen oder wir sorgen dafür, dass das diese minus 4 erstmal wegkommt. Jetzt habe ich das falsche Werkzeug. Also hier, das ist das Werkzeug, das ihr braucht, um dann eine Umformung vorzunehmen. Ich habe hier ein bisschen gemalt und mit dem Radierer kann man das dann auch entfernen. Bei der Äquivalenzumformung drücken wir hier mit der linken Maustaste länger auf das Gleicherzeichen und dann können wir die Äquivalenzumformung durchführen. Jetzt möchte ich also zunächst mal dieses minus 4 hier entfernen. Man könnte sich natürlich überlegen, was muss ich addieren, subtrahieren, damit ich auf das Quadrat von 1,5 komme. Aber man macht sich's einfach, indem man sagt, nimm das einfach mal weg, was da hinten dran steht. So, und wenn das weg ist, räume ich sozusagen gleich auf und vereinfache das Ganze. Da mich das so ein bisschen stört hier, ziehe ich das zusammen, weil wir wissen ja, wie solche Äquivalenzumformungen gehen. So, und jetzt, nachdem ich das jetzt hier aufgeräumt habe, ergänze ich eben jetzt das Quadrat von b gleich 1,5 und dazu klicke ich hier drauf und addiere das. Und wenn ich das jetzt im Kopf nicht gerade weiß, was das Quadrat von 1,5 ist, schreibe ich das als Rechnung einfach hin. Achtung, wir haben hier als Komma
ein Punkt. Und sonst wird das nämlich als zwei Koordinaten von einem Punkt angesehen. Jetzt kann ich hier auf das Quadrat klicken und das Ganze vereinfachen. So, das lassen wir mal so. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Hier kann ich jetzt noch zusammenfassen und schiebe das, ne, wenn ich wollte das nach oben schieben. So, ja. Was ich jetzt hier auf der linken Seite habe, ist jetzt das Quadrat von einem Binom. Und damit ich das jetzt hier auf der linken Seite stehen habe, kann ich das leider nicht so einfach durchziehen hier umformen. Was ich mache, ist, nehme die linke Maustaste. Und wenn ich die Shift-Taste drücke, kann ich hier einen Bereich markieren und habe dann quasi die linke Seite der Gleichung markiert. Die fasse ich jetzt mit der linken Maustaste an und muss sie hin und her schütteln. Dieses Schütteln ist dafür da, dass ich ein Teil ersetzen kann. In diesem Fall möchte ich das quasi hier durch mein Quadrat von einem Binom ersetzen. Und dazu muss man aufpassen, dass man zum Beispiel hier das Hoch entfernt, 1,5, und den Rest entferne ich auch. So, das Schöne hier ist, dass das Programm darauf aufpasst, dass er keinen Fehler macht. Wenn man, ich vergesse jetzt hier diese hoch 2 und sage dann, also erledigt, dann sagt er hier, hey, you may have changed the value. Also, hey, übrigens, du hast den Wert dieses Terms geändert. Also, sprich, ich hätte was falsch gemacht. Wenn ich das jetzt ergänze, dann akzeptiert er das nämlich ohne zu meckern. So, jetzt sind wir an einer Stelle, wo wir ein Quadrat haben. Und beim Quadrat gibt es ja als Gegenoperation die Wurzel. Cross-Problem-Math kann man das ja auch einfach machen lassen, indem man die 2 quasi auf die andere Seite zieht. Wichtig ist, und das ist also hier vollkommen richtig, ich habe ein Plus-Minus-Wurzel. Wurzel von 6,25 wurde jetzt hier nicht berechnet, aber egal was da rauskommt, es gibt ja zwei Möglichkeiten, dass ich durch Quadrieren eine positive Zahl rausbekomme. Ne? Also ob ich zum Beispiel plus 4 hoch 2 rechne oder minus 4 hoch 2 rechne, es kommt beides mal plus 16 raus. Und von daher plus minus Wurzel aus 6,5. Und das lässt sich hier auch berechnen. So, und jetzt habe ich also hier plus minus 2,5. Ich kann diese plus 1,5 nach drüben holen, weil ich möchte ja gerne wissen, wie groß ist x, also welche Möglichkeiten gibt es für x. Ich kann aber jetzt das nicht ausrechnen. Normalerweise ist es so, man klickt ja bei Cross-Problem-Math auf eine Rechnung und dann wird das ausgerechnet. Das geht hier halt nicht, weil je nachdem, ob ich plus 2,5 minus 1,5 rechne oder minus 2,5 minus 1,5, kommen halt unterschiedliche Sachen raus. Wenn ich aber jetzt mal doppelt auf das Plus-Minus klicke, macht Cross-Problem-Math das korrekt und macht daraus zwei Gleichungen. Und rechnet mir das also aus. Und damit sehe ich, dass ich zwei verschiedene Lösungen habe. So, und da haben wir im Prinzip eben das Prinzip der quadratischen Ergänzung. Nämlich, ich nehme die quadratische Gleichung, entferne auf der einen Seite, wo mein Term ist, den konstanten Summanden, also hier diese minus 4, und suche mir dann einen passenden Summanden, addiere den, der eben zu dem Faktor vor dem x, vor dem linearen Summanden passt. Und dann ist das Ganze eigentlich nur noch eine Umformung, ja, nach recht einfachen Prinzipien. Und so kann ich das Ganze dann auch, kann ich dafür auch eine Lösung finden. So.
Nachdem ich euch das einmal vorgemacht habe, würde ich sagen, dass ihr als erstes genau diese Gleichung euch auch mal vornimmt und eingibt und dann selber versucht nachzuvollziehen. Guckt euch eventuell das Video nochmal an, wo ich ja erkläre, wie man vorgeht. Und dann probiert ihr das Ganze an weiteren Gleichungen. Und wer besonders mutig ist, kann das Ganze natürlich versuchen, auch noch ein bisschen komplizierter zu machen. Denn anstatt dass hier konkrete Zahlen stehen, könnte man natürlich auch das Gleiche hier mit so einer allgemeinen Gleichung machen. Also einen beliebigen Faktor vor dem x plus p. Man muss dann immer überlegen, was muss dann hier addiert werden? Und ein beliebiger Summand, ein beliebiger konstanter Summand, in diesem Fall plus q. Wer sich das traut, der kann nach dem gleichen Prinzip wie hier vorgehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch zum Beispiel hier mit diesem p auch, also da kann man ja nicht die Hälfte nehmen. Kann man auch einfach p halbe hinschreiben und dann könnt ihr probieren, ob ihr das dann auch hinbekommt. Also probiert es bitte aus. Das sollte klappen. Crespable Math macht keine Fehler. Das überwacht, dass ihr alles richtig macht. Achtet also auch auf mögliche Fehlermeldungen, gerade wenn ihr hier zum Beispiel irgendetwas eingibt.